Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer, zu diesem Xmas Weihnachts Unboxing Special. Ich habe hier schon sämtliche Utensilien aufgebaut, die NES Controller, das Nintendo Classic Mini vom letzten Jahr. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir werden auch in diesem Jahr wieder etwas auspacken, nämlich das Super Nintendo, das SNES Classic Mini. Und das habe ich hier schon aufgebaut. Ja, dieses Weihnachtsspecial, das wird aus zwei Parts bestehen. Ich schnappe mir mal hier den obersten Karton, dann können wir es nämlich auch uns gleich mal genau anschauen. Ja, es wird aus zwei Parts bestehen. Einmal aus diesem Unboxing und morgen seht ihr dann etwas Gameplay zu GTA 5. Und zwar GTA Online, besser gesagt, in der Winteredition. Es schneit wieder in Los Santos und dann gibt's auch so einen ganz kleinen Ausblick auf 2018. Nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was ist in 2017 alles passiert und wieso sind zuletzt etwas weniger Videos erschienen. Das also morgen. Und heute beschäftigen wir uns jetzt hier mit dem Super NES Classic Mini. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ich muss zugeben, der Hype so ein bisschen auf das SNES Mini war zuletzt schon etwas, dahin. Aber ich konnte dann doch nicht anders, als letztendlich zuzuschlagen. Denn schauen wir uns mal diese Spiele an. Ja, Super Mario World, Donkey Kong Country, F-Zero, Super Mario Kart natürlich, Mega Man, Yoshi's Island, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, Earthbound, Super Street Fighter 2 Turbo. Und ja, ein ganz besonderes Spiel ist auch mit dabei, nämlich Star Fox 2. Dieses Spiel ist eigentlich nie fertig geworden, beziehungsweise sie haben es nie wirklich veröffentlicht. Ich meine, 1996 war es. Man hat sich dann entschlossen, das Ganze auf Eis zu legen. Bezüglich des Nintendo 64, welches ja schon 97 rauskam, und Lilith Wars. Man hat sich dann eher diesem Projekt gewidmet. So, packen wir es auch mal aus. Und ich werde mit Sicherheit Star Fox 2 auch das ein oder andere Mal zocken. Und das ist immer der schönste Moment, nämlich dann, wenn man einen Karton das erste Mal öffnet und eine Konsole auspacken kann oder beziehungsweise darf. Das ist schon etwas, da kribbelt es jedes Mal in den Händen. Und das ist dann auch egal, ob es eine Nintendo-Konsole ist, eine Playstation, eine Sony-Konsole oder auch eine Microsoft Xbox, welche auch immer. So, da sehen wir, ich packe den Karton mal wieder oben hin. Hier sehen wir gleich mal das Manual. Alles schön eingeschweißt. Nichts fliegt hier lose im Karton herum. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Und mal gucken, was haben wir noch dabei. Achso, das könnte. Warte mal, ich drehe das mal eben kurz um. Man sieht es jetzt ja nicht. Also der Code ist jetzt hier nicht mit drauf. Auf der Rückseite wird dann wahrscheinlich dieser Code sein für mein Nintendo, beziehungsweise für die Punkte. So, hier haben wir die Controller-Kabel, sind das? Jawohl. Und da haben wir zwei Controller diesmal dabei. Nicht nur ein Controller wie beim SNES Classic Mini, wo man dann die Controller einzeln nachkaufen musste, die aber eigentlich ein halbes Jahr lang überhaupt nicht erschienen sind. Und erst dann, als eigentlich alle schon einen Third-Party-Controller hatten und keinen mehr brauchten, weil es keine Konsolen mehr gab, wo sie dann irgendwann mal Nachschub geholt haben. Nein, hier packen wir jetzt, und ich packe zum allerersten Mal einen Super Nintendo Controller aus. Denn, ja, ich habe damals zwar zur Schulzeit mit meinen Kumpels immer Super Nintendo gespielt. Klar, Super Mario Kart, Super Street Fighter 2 Turbo. Übrigens auch SimCity. Und das finde ich schade, dass das hier nicht mit drauf ist. Da weiß ich immer noch, wo wir ganze Städte gebaut haben. Und dann kam am Ende irgendeine Naturkatastrophe oder auch Bowser, der einfach nur alle Häuser plattgetreten hat. Das fand ich immer gemein. Natürlich haben wir damals auch Super Nintendo gespielt, aber ich selber hatte kein Super Nintendo, weil ich halt das NES recht spät bekommen habe. Das habe ich im Sommer 91 bekommen und ein knappes Jahr später ist ja dann schon das Super NES erschienen. Und da meine Eltern nicht gleich noch eine zweite Konsole nachgekauft. So, das Kabel, das ist schon länger als das vom NES-Controller. Ich habe hier trotzdem ein 3 Meter Verlängerungskabel, also zur Couch muss ich dann wahrscheinlich trotzdem Verlängerungskabel legen, aber sei es drum. So. Ich versuche mal hier ein bisschen scharf zu stellen, denn die Qualität ist wirklich richtig, richtig gut. Das ist das originale Super Nintendo Pad, so wie ich es auch von damals kenne.
Halt nur mit neuem Kabel. Es ist halt neu verarbeitet. Klar, das ist jetzt kein Relikt von damals, nur mit neuem Kabel rangeplackt. Also es ist natürlich neu produziert, aber es ist am Original orientiert. Und da sieht man auch vielleicht so ein leicht geriffelter Controller, der Druckpunkt. Ja, im Prinzip so, wie man es auch von früher noch kennt, als man dann das SNES neu bekommen hat. Ich selbst habe es, wie gesagt, nicht neu bekommen, aber ich hatte glückliche Freunde, die um mich herum waren und sich mit einem Super Nintendo schmücken durften, beziehungsweise ihr Zimmer. Und naja, da gab es trotzdem viele lustige Stunden. Und mit dem Super Nintendo Classic Mini, da haben wir übrigens den zweiten Controller, habe ich dann jetzt auch zumindestens eine kleine Mini-Variante dieser Retro-Konsole bei mir zu Hause stehen. So, bevor wir jetzt, können wir da runter gucken. Ja, ich glaube, ich nehme erst einmal das Herzstück dieses Kartons heraus. Da gucken wir gleich rein in diese Verpackung. Das ist dann gleich die Konsole. Hier haben wir die Kabel. Einmal ein Original Nintendo HDMI-Kabel. HDMI-Kabel kann man nie genug haben. So, und dann haben wir natürlich auch ein USB-Powerkabel, nur den richtigen passenden Netzstecker dazu nicht. Ich habe mir allerdings im Zuge des NES Classic Minis einen Adapter gekauft, wo man zwei USB-Kabel reinstecken kann. Das heißt, theoretisch könnte ich zwei Konsolen an einen Adapter anschließen. Und das ist schon mal ziemlich nice. So, jetzt gucken wir uns dann doch mal das Super NES, das Super Nintendo Classic Mini an. Es ist auf jeden Fall etwas größer, würde ich sagen, als das NES. Zumindest länger. Hat natürlich eine etwas andere Form. Unten diese kleinen Gumminüpsel, diese kleinen Gummifüße. So, was steht auf der Rückseite? Kann man es lesen? Made in China. Support Nintendo.com. Nintendo, Super Nintendo Classic Mini. Einen kleinen Barcode haben wir noch. So, und ansonsten ist es genauso geriffelt und genauso in den gleichen Farben gehalten wie das Original. Hier haben wir den Powerschalter. Klickt auch genauso. Fühlt sich genauso an. Ja, Eject zum Herauswerfen der Cartridges wollte ich gerade sagen, der Module funktioniert natürlich nicht, denn wir können kein Modul hier einsetzen. Der Schacht, der ist eine Attrappe, ist zu und hinter einer Blende vorne verbirgt sich quasi der Anschluss für unsere Controller. Zwei Stück können wir anschließen und es ist der gleiche Anschluss wie beim NES Classic Mini, es ist der gleiche Anschluss wie bei der Wiimote. Dementsprechend ist auch ein Wii Classic und Classic Pro Controller kompatibel. Wir können auch, so wie ich jetzt hier, das NES-Pad an das Super Nintendo anschließen. Wir können auch umgekehrt das Super NES-Pad an das NES Classic Mini anschließen. Wir können, wie gesagt, einen Wii Classic Controller anschließen. Wir können hier fleißig hin und her kombinieren. Man sollte aber vielleicht aufpassen, dass bei dem Super Nintendo, hier haben wir zum Beispiel vier Knöpfe, nämlich A, B, X und Y. Auf dem NES gab es ja nur A und B. Wenn wir also jetzt einen NES-Controller an dem Super Nintendo Classic Mini verwenden, dann könnte es sein, dass uns vielleicht hier und da mal zwei Tasten fehlen. Vor allem bei Spielen wie Street Fighter. So, HDMI und der Micro-USB-Anschluss, der Port hinten, zwei Anschlüsse, genau wie beim NES Classic Mini und hier haben wir nochmal so einen ganz kleinen Größenvergleich. Das NES als ja, der beliebte Brotkasten etwas breiter, dafür das Super NES etwas länger, dafür schmäler. Von der Höhe tun sie sich beide ungefähr, ja nichts wirklich. Das NES vielleicht einen Ticken höher. Und ansonsten, man sieht hier auch nochmal die Anschlüsse, eigentlich die gleiche Reihenfolge. Ja, cool. Freut mich, denn jetzt kann von mir aus auch das N64 Classic Mini kommen. Da hoffe ich ja schon so ein bisschen drauf. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wie gesagt, morgen geht's weiter, dann mit GTA Online. Dann lassen wir es ein bisschen schneien in Los Santos. Dann werde ich nochmal so ein bisschen auf 2017 zurückblicken und schon mal einen Blick vorauswerfen auf 2018. Für heute wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Heiligabend. Ich bin G6, ich bin raus für heute und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.